So, habe die Ehre, meine Freunde der Sonne. Wir machen gebackene Gröschelkartoffeln. Selber der Name fast nicht eingefallen. Viel Spaß beim Zuschauen, macht es gut und ich hoffe, euch gefällt der Scheiß hier. So, die Zutaten für unser Gröschel, das sind einmal Kartoffeln. Ich habe hier rohe Kartoffeln. Ich zeige hier in dem Video, wie man es mit rohen macht. Also idealerweise wäre halt für Kartoffeln schon vom Vortag gekochte. Das ist einfach so ein Gericht, um Kartoffeln weiter zu verarbeiten, die wohl übrig sind. Aber wir haben jetzt hier Kartoffeln einmal als Zutaten, dann Essiggurken, die kleinen Knotschio-Dinger da. Ich weiß jetzt nicht, wie sie genau heißen, aber kleine Essiggurken, Schmand, Zwiebeln, Eier, Salz, Pfeffer und Kassleraufschnitt. Ja, genau. Zu den Kartoffeln. Wer keine gekochten Kartoffeln hat, der muss hier natürlich kochen. Also ich meine Kartoffeln zum Vortag, weil das ist so ein Gericht. Wenn man Kartoffeln übrig hat, dann kann man das draus machen. Ich habe jetzt keine Kartoffeln im Vortag. Wir kochen jetzt einfach Kartoffeln, schmeißen die ins kochende Wasser rein und dann die sind dann fertig, wenn man mit der Gabel reinsticht und die dann von alleine runterrutschen. Genau. Ich würde sagen 20, 25 Minuten. Es kommt immer so auf die Kartoffel drauf an. So, also wenn die Kartoffeln fertig sind, das heißt, sie rutschen jetzt hier automatisch schon runter. Da muss man keinen Ding. Hier, schau, zack. Man sieht es, glaube ich, gell? Dann holen wir es jetzt ab. Ich tue die jetzt in Eiswasser runterkühlen, weil ich die jetzt gleich brauche. Ja, genau, weil wir sie jetzt gleich brauchen für unser Gröschel. Und da die ja kalt sein müssen, tun wir die jetzt einfach ja, hier ins Eiswasser legen und kühlen die runter, bis sie kalt sind. Man kann sie auch einen Tag vorher kochen und dann in den Kühlschrank irgendwie legen, dann hat man sie schon kalt. Aber ich mache jetzt hier die schnelle Variante, weil, genau, was halt so ist. Deswegen, genau. Also, wenn wir die Kartoffeln jetzt gekocht haben und runtergekühlt haben oder vom Vortag sind sie ja schon gekühlt, dann halbieren wir sie und tun sie mit einem kleinen Löffel, der wohl jetzt weg ist, hier aushöhlen. Ich habe das hier schon mal probiert so ein bisschen. Wir tun einfach so einen Zentimeter dran lassen. Und tun da die ganzen Kartoffeln dann aushöhlen. Sieht man das? Ja, Mann, das sieht man. Hier aushöhlen einfach. Und dann. Das machen wir jetzt mit allen Kartoffeln, dass wir hier so ausgekühlte Kartoffeln haben und die Masse, da machen wir was draus und füllen es dann wieder ein. So, also wenn wir jetzt die ganzen Kartoffeln rausgekratzt haben beim Kleinlöffel, muss man die jetzt mit der Gabel erstmal klein zerdrücken, wie früher. Also ich kenne es früher von den Bananen, hat man die Banane genommen und so klein gedrückt, oder würde ich sagen. Also wenn wir das jetzt mit der Gabel zerdrückt haben, nehmen wir den Schmand, oh, das ist ein guter Ausgang, Schmand und das Ei und geben das dann da rein. Und dann, also ich verknete das mit der Hand, weil mit der Hand ist das einfach schöner zu arbeiten, als es da mit einer Gabel. Deswegen machen wir das jetzt hier zu einem geilen Teig, würde ich sagen. Also wenn wir das jetzt alles gut durchgeknetet haben, gut vermischt haben, dann haben wir hier eine mega geile Masse. Also das ist so weißlich und schmeckt ein Traum. Also ich habe es noch nicht gewürzt, aber schmeckt jetzt schon boah, zum Reinlegen, Alter. Einfach geil. Also wir haben jetzt die Zwiebeln in Streifen geschnitten. Dann das Kassler auch in dünne Scheiben. Ich habe den Kassler einmal halbiert und dann in Streifen geschnitten und die Essiggurken auch in Streifen. Und Essiggurken und Kassler tun wir jetzt unter hier unsere Kartoffel-Ei-Mischung und Schmand und verrühren das gescheit, dass das halt eine schöne geile Verteilung ist. Also ja, ich habe hier schon mal was vorbereitet. Also theoretisch befüllen wir jetzt einfach die Kartoffel hier. Wir nehmen die mit der Masse und tun das hier drauf, kann es schon großzügig reintun, also es hat schon viel Platz, ist auch viel Masse mit den Kartoffeln. Und so befüllen wir die jetzt alle und habe die dann mit Kassler Schinken und Zwiebeln und noch ein paar Essiggurken belegt. Also wir haben jetzt alles verteilt oder genau gemacht, haben den Ofen auf 220 Grad vorgeheizt und tun jetzt die Kartoffeln im mittleren Schubfach ja, für 20 Minuten ungefähr backen. So, da haben wir unsere gebackenen Gröstelkartoffeln. Ich habe sie schon probiert, schmeckt mega geil. Orgasmus ist zwar geiler, aber es kommt schon sehr nahe dran. Also mega geil. Hier ist das Ergebnis. Fotos auf Instagram, wer da geile Fotos sehen will. Und ich bedanke mich beim Zuschauen.
Danke dafür. Ich hoffe, euch hat es gefallen und macht es gut. Peace, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Gleich kommt das Rezept.